Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bulliversalis 4, hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zacko und wir beobachten, wie hier gerade die katholische Liga praktisch zerfallen ist, einfach durch verschiedene Angriffe. Ich glaube, hier Spanien hat angefangen, zusammen mit Frankreich haben sie Genua angegriffen. Polen nutzt die Gunst der Stunde, um Brandenburg und Sachsen zu überfallen und plötzlich sieht das hier gar nicht mehr so rosig aus für die Katholiken, denn ja, Polen würde jetzt nicht an einem Krieg teilnehmen. Großbritannien hat Schweden bestochen, um jetzt loszuschlagen und damit muss man also jede Sekunde rechnen. Polen bietet dem Kaiser einen weißen Frieden an. Sehr gut. Ja, es ist eine Schande, aber aus langer Sicht schon schlau. Oh. Was macht Schweden? Was haben wir gemacht? Das wollten wir nicht. Was? Ich würde sagen, was die französische Königin ist eine ziemliche Sünderin auf doppelte Art und Weise. Ah, die was ist passiert? Was? Die hat wohl ihre Unterschrift unter das falsche Dokument gesetzt. Das wollten wir nicht, wir wollten Staatsbankrott unterschreiben. Ihr könnt es trotzdem auch tun. Ja, so ist das eben, wenn man ein mächtiger, geistig vollkommen stabiler Anführer ist und einfach Sachen hingelegt bekommt, die man unterschreibt. Na gut, jetzt wo der Pole wieder auf der anderen Seite ist, wird es auch mal interessant werden. Mein auf der anderen Seite ist auch relativ gesehen. Mein Thronfolger ist gerade erst 15 geworden und hat sofort ein Kind gekriegt. Sehr schön. Ich hoffe nicht, er hat ein Kind gekriegt. Ich glaube ja, nicht, dass er sein Kind ist. Das ist sehr amüsant, weil der war die ganze Zeit, das herrschte schon 4 Jahre lang ein Regentschaftsrat und auf einmal ist er 15, kommt an die Macht und hat sofort einen Sohn. Ich will gar nicht wissen, wie es bei euch da hinten läuft. Es ist nicht sein Kind, das ist doch offensichtlich. Natürlich ist es sein Kind, muss sein Kind sein. Wahrscheinlich ist es das auch sein Kind. Das legitim. Eher. Aber muss dir vorstellen, bei uns werden die Kinder auch schon früh von ihren Konkubinen ausgebildet. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Ja, okay. Der Herrscher aus Polen will nicht mehr über diese Heiden hören und fragt den Österreicher, ob ihr unseren Anspruch auf Sachsen legitim findet. Nein. Dies ist schade. Na, wenn Frankreich dabei ist? Wir sind auf jeden Fall nicht dabei. Ich würde sagen, es sieht anders aus. Ach ja, dann. Also wir werden auf jeden Fall neutral sein. Polen ist offensichtlich auch neutral. Ich würde sagen, die diplomatische Karte des Reiches ist nun nicht wirklich glänzend. Sie glänzt schon, aber in Rot. Ja, also sie wird bald vor Blut glänzen. Oh, hat jetzt Schweden den Krieg erklärt? Aber Polen ist doch auf der katholischen Seite, oder nicht? Wir sind momentan noch neutral, da wir uns wohl offensichtlich noch im Krieg mit dem Reich befinden. Aber das ist richtig. Dieser Krieg beendet ist, werden wir selbstverständlich Schweden den Krieg erklären. Man kann nicht gleichzeitig für und gegen Sachsen sein. Sachsen wird auch auf der Seite der Katholiken kämpfen, kostet es was es wolle. Ob sie wollen oder nicht. Sie werden wollen. Wir werden jemanden einsetzen, der es will. Und wir werden Friedensverhandlungen mit Reich führen. Die Osmanen sind direkt eingefallen ins Ungarn und Serbien. Und die Flotte des Papststaates ist in der Ostsee. Wir wissen nicht, was wir davon halten. Also wir würden Österreich ja auch gerne einen weißen Frieden anbieten, dass die Feinde des Katholizismus die Situation so ausnutzen. Wir waren naja, ihr habt die Situation auch im Silbertablett serviert, muss man sagen. Wir wollen anmerken, wir haben diesen Krieg nicht geplant. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir mit euch einen weißen Frieden machen. Und auch mit den Spaniern warten wir noch. Es ist einfach zu früh. Ah, okay. Wir haben auf jeden Fall kein Interesse mit unseren Erzrivalen zusammen zu kämpfen. Wir wissen nicht, sollte dir auch passen, welche Dokumente ihr unterschreibt. Wir dachten, das wäre ein anderes Dokument. Ja, ich glaube, die Osmanen waren ja ein bisschen zu selbstbewusst. Und ein bisschen zu unaufmerksam. Keine Angst. Halb so wild.
Aber Frankreich wird jetzt das richtige Dukt unterzeichnen und den Staatsbankrott erklären. So, und dann habe ich das richtige Dukt unterschrieben. Wer kann bitte mit einem ein Land, das im Staatsbankrott ist, noch unterstützen? Also ich bitte euch. Ja, das müssen wir... Warum sollte man nicht? Also unsere äußerst strenge Königin hält überhaupt nichts von so einer schluderhaften Staatsführung. Und damit, außerdem kämpft ihr auf der protestantischen Seite. Und diese Provinz, die ihr uns da geschenkt habt, die hat uns auch nur Probleme gemacht. Damit lösen wir unser Bündnis auf. Warum sollte man eine Bankrott-Mission einfach fallen lassen? Schließlich benötigen sie jetzt gerade besonders die Hilfe und es zeigt doch gerade erst recht, wenn man dann weiterhin mit ihnen verbündet bleibt, was für ein treuer Verbündeter man doch ist und warum man unbedingt mit einem selbst dann verbündet sein sollte. Werte Osmane, legt eure Welpe mal an eine Kette. Wir sind unabhängig vom Osmanen. Ja, das seid ihr. Und ihr Sachsen seid unfähig, ein Land zu regieren oder anständige Diplomatie zu machen. Stimmt, wir regieren nämlich nicht nur ein Land. Wir regieren jetzt mittlerweile auch Sachsen, Odia, Moldawien und noch viele andere Länder rein. Sachsen sind glücklich mit dieser Regierung? Ja, sie sind loyal. Wir regieren auch mittlerweile mehr als nur ein Land. Also. Hatte die Eroberung Sachsen was mit dem Auswirkungen des Bibers zu tun? Selbstverständlich. Wir können diese Gewalt gegen diese armen kleinen Tiere nicht dulden. Ah, das gibt natürlich Sinn. Was können wir nachvollziehen? Wir möchten anmerken, dass der Staatsbankrott uns eine Schatzflotte gerade ein bisschen zu spät geliefert hat von Mexiko. Wie, ihr liefert nach Mexiko? Aber die Franzosen haben das nicht ganz verstanden. Und Polen erklärt in Schweden den Krieg zur Unterstützung des Kaisers, sobald der Waffenschlüssel gelaufen ist. Die polnische Kompetenz. Es sind nur noch 2 Monate. Aber wenigstens vorher schon mal groß ankündigen. Also ein Geheimnis war es jetzt nicht, dass wir diese Seite unterstützen. Soll euch recht geben. Und ihr greift mich eins gegen eins ohne jeglichen anderen an. Wie unehrenhaft für so ein großes Land. Ihr habt die gesamte protestantische Liga mit den Osmanen und Moskau auf eurer Seite. Das ist richtig. Trotzdem könntet ihr euch nicht einmischen. So wie es aussieht, ist die mexikanische Steuerbehörde doch nach Frankreich gekommen. Und hilft wohl. Wenigstens auf einen kann man sich verlassen. Na, dafür ist ein Teil der französischen Armee da geblieben. Kleiner muss ja das Land verwalten. Wenn es bei Frankreich einer ist, dann wäre wohl die Steuereintreiber. Wir marschieren gegen Schweden. Brandenburgische Nationalisten aus Schweden belagern gerade Sachsen. Dieser Fehler wird bald korrigiert werden. Habt keine Sorge. Und der Papststaat unterstützt unser Vorgehen, mal wieder. Denn Usbekistan auf unsere Seite gekommen? Usbekistan? Warum? Ah, nee, Usbekistan ist nur Verteidiger gegen die Timuriden. Ich dachte schon. Und warum bin ich nochmal extra im Krieg mit Polen, bin verwirrt. Weil Polen hat Schweden angegriffen und ihr verteidigt den Anführer der protestantischen Liga. Wir bieten einen Nicht-Angriffspakt an mit zum Osmanen. Ihr seid nicht unsere Feinde momentan. Ist in Ordnung. Was? Stattdessen sollten wir uns auf ihn konzentrieren? Mein osmanischer Freund, wärt ihr so nett und würdet euch ebenfalls in die Offensive begeben? Ja, es ist einen großen und einen nicht ganz so wichtigen Krieg gleichzeitig führen, ist ein bisschen... Also ja, und den nicht ganz so wichtigen Krieg, den kann man halt sehr schnell und sehr leicht gewinnen, versteht ihr? Wieso haben wir Krieg mit den Polen? Weil die Polen die Schweden angegriffen haben.
Wir wissen nicht, wovon ihr redet. Versteht ihr es selber nicht? Wir sehen keinen Krieg. Also wir wünschen euch viel Glück gegen die, denn die Schweden sind größere Verräter als ihr. Alles unehrenhafte Leute, außer die Osmanen, sie sind noch im Krieg gegen Österreich. Die Osmanen, ja. Auf unserer Seite, natürlich, klar. Aber sie verlieren diesen Krieg gerade eben. Gar nicht. Wir sehen Österreich an Bulgarien. Gar nicht. Und der Kosovo. Mach mal, lieber Franzose, ihr seid ja Staatsbankrott. Was, wie war es noch mit Ostfriesland? Ich habe gehört, das war englische Natur. Was für ein Land? Ostfriesland. Ihr hättet doch fragen können. Haben wir gerade. Unsere Armeen kommen auch mal nachfragen, wie es aussieht. Ostfriesland, lasst uns überlegen. Ja, ich glaube, ihr hattet recht. Aber Ostfriesland ist nicht in Paris. Ja, wir wissen ja nicht, wo dieses seltsame Land liegt. Wir wollten da nur nachfragen, wo es noch abgeblieben ist. Irgendwo im Norden, beim Schweden. Ah. Also wenn ihr da hingeht, könnt ihr es gerne kriegen. Doch eine nette Aussage. Wir wollen es nicht. Ihr wollt es sogar nicht, das ist noch besser. Wundervoll. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das finden wir auch. In 5 Jahren können wir weiter darüber reden. Nun können wir aus diesem restlichen Krieg ja einfach rausgehen. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass ihr dabei wart. Wir nicht, aber unsere Steuerbehörde war dabei. Wie nach eins können es die Steuer eintreiben. Wer kämpft denn jetzt überhaupt noch hier? Der Seite der Protestanten. Haufen von Feiglingen kämpft. Osmanen. Schweden, obwohl wir nicht wissen, wo die Schweden sind, aber sie kämpfen. Also ich sehe gerade sehr viele Schweden. Schweden sind in Köln. Oh. Ja, dann können sie auch in Köln bleiben. Oh. Wir mussten ja uns zurückziehen, da die Briten ankamen. Ja, ihr müsst es euch zurückziehen, natürlich. Aber was heißt, ihr ankam? Wir haben doch gerade noch darüber geredet. Wir haben doch nur freundlich gefragt. Wollt ihr jetzt wieder verkaufen? Ja, reicht, hättet ihr Geld. Ja, wir haben Geld. Ich meine, nach dem Staatsbankrott, ach, ist ja interessant. Ja, wir haben unser Geld wiedergefunden. Ach so. Es war in Mexiko versteckt. Ah. Wie wäre das 500 Dukate? Ja, sagen wir es mal so, also das letzte Mal, als wir solche Sachen hin und her verkaufen wollten, naja, hat der Schwede angefangen, seltsame Sachen zu tun. Nur reden wir später darüber. Werter Kaiser, ihr solltet mit Berlin Frieden schließen können. Und wir versprechen euch auch, sie nicht zu annektieren. Naja, interessante Versprechen macht er da. Ja, es ist aber so, dass wir das trotzdem nicht können. Wir kämpfen hier schließlich um die religiöse Vorherrschaft, da wird nicht so leicht kapituliert. Ja, ja, ich rede von den Brandenburgern. Wir Briten wollten noch einmal auch mit den Hamburgern reden. Ja, toll. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Und Sachsen steht in Moskau, da sieht man, wie fähig eine solch große Nation unter der polnischen Vorherrschaft ist. Meint, sie flieht von Frieg und geht die andere Richtung? Wir sind auch. Moskau ist einer der stärksten Verbündeten der Protestanten. So. Sie haben Massen von
Massen von? Männern. Aha, Männern. Puppen. Puppen. Ja. Da ist aber gar nicht drauf. Oder Suppen? Ich glaube, er meinte Suppen. Gibt natürlich mehr Sinn. Ja, auf jeden Fall. Also diese Moskowiten werden gerade ziemlich von den Briten vernichtet. Briten? Ja, in Holland kämpfen Briten gegen Moskowiten um Hamburg. Ha, so unterstützt der uns logisch. Also noch. Wow. Ja, wenn diese komischen Moskowiten sich mit uns anlegen, was können wir dafür? Sie in Ruhe lassen. Sie vorbeiziehen lassen. Wir wollen unser Land vernichten. Was ist das? Ach, die tun euch doch nichts. Schlacht gerade unsere Männer ab. Natürlich tut das was. So, der Spanier. Ja. Wir Ach haben so. Den Norden von Italien beschützt. Beschützt also. Beschützt, Sehr gut, Spanien. Wisst ihr, was euch schützt? Das ist der Waffenstillstand, den wir haben. Das haben wir gesehen. Da sind wir ganz froh drüber. Mit dem armen kleinen Genua passiert. Das können wir, da verstehen wir auch nicht, was mit denen passiert ist. Gibt es denn da in Griechenland Aufstände? Das ist da so ganz schlimme Aufstände. Ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, die Aufstände gehen gleich in eine gewisse Richtung. Irgendwas falsch gemacht. Utrecht ist schon raus aus dem Krieg, wurde schon besetzt und befriedet. Auch Geldern. Ja, wir möchten den Sultan dazu auffordern, die griechische Bevölkerung wieder unter christliche Herrschaft zu stellen. Würde der Spanier denn dafür gegen Österreich eine Kriegsandrohung gegen die Osmanen ansprechen? Ja, haben wir. Aussprechen? Ja, haben wir. Und die Osmanen waren so feige und haben dem nach. Ich hätte ja versucht, den Spanier zu bestechen, allerdings haben meine Berater gesagt, ihr könnt gerade kein Geschenk senden, weil Punkt. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Diese Argumente kennen wir. So, wir könnten jetzt noch eingreifen auf der Seite von Polen. Dies ist nicht nötig. Ich glaube auch. Ihr wollt doch wohl nicht auf der Seite der bösen Terroristen Katholiken sein, doch wir fühlen uns auf der Seite der bösen Katholiken erstaunlich gut. Es geht nicht um die bösen Katholiken, sondern um darum, dass es die bösen Polen einfach sind. Was habt ihr gegen uns? Ihr seid die Timuriden, ihr seid die Nachfahren der Horden. Sie sind die Nachfahren der mongolischen Horden, die einst Kiew plünderten. Dass sie die Timuriden sind, wissen sie selber. Ja, aber sie kennen. Ja, soweit kann ich mich auch schon erinnern. Wir glauben aber nicht, dass sie ihre eigene Geschichte kennen bei ihrer. Bei ihrem Bildungsniveau. Ich glaube, ihr unterschätzt die großartigen Steppenvölker und ihre Fähigkeit zur Diplomatie. Ja, aber dies vielleicht. Und überschätzt eure eigenen diplomatischen Fähigkeiten. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Sehr schön. Würde sich Spanien mit etwas Geld umstimmen lassen? Ihr habt Geld? Ich meine unser Geld? Naja, wir haben nicht so viel Geld. Wenn wir eingreifen, dann könnten wir nur gegen euch eingreifen. Und ich glaube, das wäre nicht so ehrenhaft. Und die Österreicher belagern Konstantinopel. Also möchte vielleicht der Osmane verhindern, dass Konstantinopel belagert wird. Also ich meine, Serbien gehört ja schon zu einem guten Prozentteil zu Österreich und der Rest macht den Kohl jetzt auch nicht fett, oder?
kämpft ja für den muslimischen Glauben, habe ich gehört. Werter osmanischer Sultan. Wenn er Vorstellungen hat, kann er ja ein Angebot übermitteln. Wenn seine Boten ja schon in Konstantinopel stehen. Das haben wir getan. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Es ist tatsächlich eine Kleinigkeit. Unter diesen Voraussetzungen ist der Sultan gewillt, dem zuzustimmen. Ich glaube, der Schwede verliert schon nach und nach das diplomatische Spiel. Und wird sich in Zukunft aus Angelegenheiten, die nicht an seine eigenen Landesgrenzen anschließen, heraushalten, aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahrhunderte. Wenn ihr wenigstens noch ein paar Monate warten könntet, bis ihr in den Norden kommt, Österreicher. Ja. Wir warten, selbstverständlich. Immerhin, ungefähr danke. Bis zum Juli. Werter Österreicher, wie könnte es zulassen, dass der Papststaat von Lüttich belagert wird? Hätte der Papststaat sich dazu bequemt, der pro-katholischen Liga beizutreten, könnte ich das verhindern. Selbst der Papst ist gegen euch, schämt euch etwas. Der Papst ist auch gegen euch. Interessanterweise ist der Papst gegen Schweden dabei, obwohl nicht der katholischen Liga ist und kein Bündnis mit Polen hat. Das hatte ich jetzt falsch gesehen. Es tut mir leid. Ich schäme mich etwas. Der Papst ist verständlich auf der Seite von Polen, den einzig wahren Christen. Also ich glaube, ja, aber kein Bündnis mehr mit euch. Ja, dies ist ein Missgeschick gewesen. Ein sehr peinliches Missgeschick. Aber im Herzen ist der Papst gegen euch. Österreich. Ja, ich dachte, ihr habt aus Versehen Genua erobert und wolltet das jetzt wieder freigeben. Ihr wollt doch nicht euren besten Mann hier wieder Stöcke zwischen die Beine. Wer soll wieder die Prinzen verteidigen, ja, wenn ihr das mal wieder nicht macht? Ja, das war ein Missverständnis. Ah, gut. Achso, es war... Dann werdet ihr Albenga ja nicht ebenfalls... Achso, ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich die ja verwechselt. Und obwohl wir Sachsen kontrollieren, wählen sie immer noch Österreich zum Kaiser. Ist es eine Schande? Ehrenhaft oder so, würde der Schwede sagen. Durchaus. Ist positiv, ihr seid sogar hinter Bayern. Ich glaube, Moskau hat den Sinn dieses Krieges nicht ganz verstanden. Die bekämpfen gerade protestantische Fanatiker in Trier. Ich würde sagen, sie geben auch noch der polnisch-litauischen Krone ordentlich Geld für den Krieg zur Verfügung. Kriegsreparation. Autsch. Ja, da sieht man, wie die Verbündeten der Schweden überhaupt zu den Schweden stehen. Wo wir gerade eben bei Schweden sind, wir haben euch dieses Angebot zu machen. Denkt darüber nach. Da kommen die protestantischen Fanatiker und werden abgemetzelt. So muss das. Der einzige Fanatiker hier bin ich. Der einzige rechtmäßige Fanatiker. Schweden. Das Kaiserreich ist wichtig, oder? Das war gut verhandelt von euch und wieder abgenommen. Verdammt, wirklich. Und wow. Die rechtmäßige polnische Grenzfestung ist wieder unter polnischem Besitz. Gott. Ich hatte noch überlegt, noch nach der Belagerung Hessens in den Norden zu gehen, aber die Festung wollte immer noch nicht fallen. Ja, die wichtige Festung in Hessen ist halt auch sehr, sehr schwierig zu erobern. Und hiermit ruft sich auch Polen zum Protektor von Norddeutschland aus. Heißt, im Klartext? Wir beanspruchen alle Gebiete sächsischer und pommerischer Kultur. Hä? Gut, dass wir nie die sächsische Kultur benutzen. Hessen ist gefallen und die kaiserlichen und schwedischen Armeen stehen sich jetzt Auge in Auge.
Ein guter Zeitpunkt für einen Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.